Ciao zusammen. Bei meinem Backstage Brunch treffen sich heute Sandy Mölling und La Fee. Beide wirklich großartige Sängerinnen und beide auch sehr, sehr früh berühmt geworden. Sandy mit den No Angels und La Fee als Solokünstlerin. Die werden sich so viel zu erzählen haben, denn abseits der Musik gibt es auch noch ganz viel, was bei den beiden passiert. Sandy zum Beispiel lebt in L.A. Ja, und La Fee hat ja auch als Schauspielerin schon sehr, sehr viel gemacht. Ich bin gespannt. Ganz viel Spaß euch beim Zuschauen. Ja. Hi. Hallo. Geht's dir gut? Mhm. Schön. Ja? Ja, mir auch. Du siehst, ich freue mich aufs Essen. Ja, ja. Ich freue mich auch. Du siehst sensationell aus, meine Danke Liebe. Gleichfalls. Danke. Was hast du mitgebracht? Ich habe was mitgebracht, was ich drüben nicht jeden Tag essen kann. Brötchen. Brötchen, so schnöde Brötchen. Aber sind schnöde Brötchen nicht irgendwie... Was Tolles. Ganz toll. Dagegen kann ich natürlich auch wenig ankommen. Ich habe ein leckeres Schokoporridge mitgebracht. Super, das esse ich eigentlich jeden Tag. Ja? Warum hast du das denn nicht mitgebracht? Wahrscheinlich deswegen, oder? Deswegen, ja. Ja. Ich hoffe, dass es dir schmeckt. Es ist untenrum gesund, obenrum ein bisschen ungesund. Aber ich finde, das ist das Richtige fürs Frühstück, Auf oder? Auf jeden Fall. Ja. Perfekt. Auf jeden Fall. Hör mal, und wir schnabulieren uns so einmal hier quer durch. Und wie süß ist bitte dieser Tisch angerichtet, hergerichtet? Ja, super Mit cool. Mit Wildblumen und so, das ist ja total niedlich. Ja. Sag mal, du bist ja vor kurzem, hast du wieder angefangen, Musik zu machen. Aber ich habe gesehen, weil ich dich ja auf Instagram richtig aktiv verfolge, dass du auch viel Schauspielerei gerade machst, ne? Drüben. Genau, genau. Wie genau kam das? Oder war das immer bei dir schon so ein zweites Ding, was du neben der Musik gemacht hast? Oder? Also ich habe schon früh reingeschnuppert. Mhm. Soloalbum war so meine erste Berührung damals, der Film. Mhm. Mit Matthias Schweighöfer. Das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, glaube ich. So Fast lange Fast 20 her. Jahre. 19 Jahre, glaube ich. Du bist doch erst 20, oder? Natürlich, 25, nein. Ah, okay, ja gut. Ich wollte schon sagen, wie geht das? Das passt doch nicht. Ja, damit hat es angefangen und dann hatte ich aber wirklich nie die Zeit. Und wenn ich was mache, dann mache ich das gern richtig und nicht so mit einem halben Po. Und dann habe ich meinen Sohn drüben bekommen, also ich bin umgezogen, als ich hochschwanger war und habe meinen zweiten Sohn da zur Welt gebracht und hatte dann die Zeit, anständig Schauspielunterricht zu nehmen, wirklich alle Genres reinzugehen und zu gucken, was gefällt mir, welcher Schauspielstil gefällt mir, welche Technik gefällt mir am besten. Und wollte da auch alles ausprobieren. Habe das auch 4 Jahre gemacht und nehme nach wie vor Schauspielunterricht, also gehe nach wie vor 2-mal die Woche zum Schauspielunterricht. Und ich liebe Cold Reading. Ich habe Meisner lange gemacht. Okay. Method Acting finde ich aber immer noch am natürlichsten für mich. Mm. So, und das habe ich dann intensiv gemacht und vertiefe es jetzt gerade wieder und mache zwischendrin tolle Projekte, viele Shortfilms, habe jetzt einen Featurefilm gedreht, wo ich die Hauptrolle spiele, der unfassbar toll ist. Ich glaube, das hast du gepostet, so ein Cover hast du gepostet. Nee, das war von einem Shortfilm. Du spielst doch selbst schon. Ja, ich habe gespielt, aber es war tatsächlich auch bei mir so ungeplant eher, sondern es war so, damals, als ich angefangen habe, habe ich auch lange Musik gemacht, dann habe ich mich ein bisschen zurückgezogen und dann kam irgendwie eins aufs andere, erst habe ich Musical gemacht und irgendwie kam dann dadurch dieses Engagement bei dieser Serie und es war schön. Ja, ich liebe aber auch nach wie vor Musical total, ne? Ich spiele ja auch noch ganz viel, vor allen Dingen hier und ich liebe das. Ja. Ja. Hallo! Haben wir etwas für euch? Yay! Okay. Einmal den Umschlag, den musst du. Okay. Ein Buzzer. Okay, ein Buzzer. Okay. Was steht denn da drauf? Butster. Butster La Fee. Okay. Okay. Let's go. Nicht nur ihr sollt euch gegenseitig kennenlernen, auch Giovanni möchte mehr über euch erfahren. Mhm. Drückt abwechselnd den Buzzer, der vor euch liegt, um seine Fragen zu hören. Danach habt ihr 5 Sekunden, ganze 5. Wow! Ich sag's nochmal, 5 Sekunden Zeit, um eure Antwort zu geben. La Fee beginnt super. Die immer gern viel Hau redet. Rein, Schatz. Toll. Ja. Super. Du bist bei mir noch nicht anders, also von daher. Okay.
Welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben? 5 Sekunden laufen. Ich würde meinem jüngeren Ich, glaube ich, den Rat geben, noch ein bisschen zu warten, um in das Business einzusteigen, wenn ich könnte. Ja, du warst ja auch unheimlich jung, ne? Ja, ich habe mit 14 oder 13 mein Album aufgenommen. Ja. Und mit 15 habe ich angefangen. Ja. Ja. Das ist schon verrückt. Ja, crazy. Mhm. Wie schön, dass du so auf dem Boden geblieben bist. So, jetzt bin ich dran, wa? Mhm. Okay. Wie gehst du mit Lampenfieber um? Das ist genau die richtige Frage. Ich habe furchtbares Lampenfieber. Ja? Und zwar immer. Beim Schauspiel lustigerweise nicht. In der Musik habe ich tatsächlich immer Lampenfieber. Echt? Mhm. Mit den Mädels ist es nicht ganz so schlimm, wenn ich allein bin. Holla. Ja. Mhm. Wie gehe ich damit um? Ich habe witzigerweise durchs Schauspiel gelernt, in meinem Körper mehr zu sein, bei mir zu sein, mit Abklopfen und Atemtechniken und so. Das hat mir enorm geholfen. Mhm. Ja. Ja. Also es ist ein bisschen besser, definitiv. Ich habe mich ein bisschen besser unter Kontrolle, aber ich habe immer noch enormes Lampenfieber. Aber hast du ein Ritual, bevor du rausgehst auf die Bühne? Irgendwie, dass du sagst für dich so, wenn ich rausgehe, zum Beispiel, wenn ich rausgehe auf die Bühne, deswegen krass, dass du das sagst, wenn ich Lampenfieber habe, ich bete immer. Ja. Irgendwie, ich gehe noch mal so in mich, auch viel über Atem tatsächlich, ich versuche ruhig zu atmen und irgendwie fasse ganz bewusst meinen Bauch an, aber ich bete immer, bevor ich rausgehe auf die Bühne. Ja. Schauen wir mal. Was ist der Lieblingsort deiner Kindheit und warum warst du dort so gerne? Lieblingsort meiner Kindheit tatsächlich das Elternhaus von meinen Eltern, wo meine Eltern immer noch leben. Ja. Es ist war früher ein Bauernhof, der jetzt mittlerweile so ein Mehrgenerationenhof geworden ist. Da, wo früher die Kühe standen, stehen jetzt Autos. Also es hat sich halt ein bisschen ersetzt durch Modernität alles. Ja. Ne? Weil meine Großeltern, die sich früher um die ganze Landwirtschaft gekümmert haben, natürlich älter geworden sind. Und meine Eltern haben leider nicht das Interesse, das weiterzuführen. Ja. Ich leider zu wenig Zeit. Aber trotzdem bin ich an dem Ort am allerliebsten, weil das für mich ein Ort war der unbeschwerten, glücklichen und tollsten Kindheit, die ich als Kind haben konnte. Ja. Das ist doch schön. Das hat dich wahrscheinlich dann auch gut vorbereitet auf dein Leben in der Öffentlichkeit. Weil das so geerdet war. Wobei ich halt glaube, dass das, was da gekommen ist, als ich 15 war, darauf kannst du gar nicht vorbereitet sein, natürlich, weil du gar nicht weißt, was kommt. Na klar. Ja, aber das war schon, also wenn ich jetzt so zurückdenke, deswegen spiele ich auch manchmal mit dem Gedanken, so Land und jetzt lebe ich in der Stadt. Wenn ich irgendwann mal, denke ich, irgendwie an Familie denke, denke ich auch eventuell wieder auf den Hof zurückzuziehen, da wo meine Eltern wohnen, weil dann habe ich auch meine Eltern an meiner Seite. Ich bin sehr, sehr eng. Das ist schön. Mit der Familie und ich bin noch mal dran, ne? Give it to me. Was wolltest du immer schon mal ausprobieren, hast dich aber noch nicht getraut bis heute? Da bin ich auch gespannt. Boah, da müsste ich jetzt wirklich mal überlegen. Du, ich will keinen Druck aufbauen. Das wollte ich schon immer mal. Da fällt mir gar nicht so viel ein. Echt? Nee. Ich mache alles, worauf ich Bock habe. Also ich möchte nicht Bungee jumpen, ich möchte auch nicht aus dem Flieger springen. Genau das wollte ich gerade sagen. Das ist nicht mein Ding. Ich bin ein typischer Stier, typisches Erdzeichen. Ich bin gern auf dem Boden und schnorcheln finde ich super und getaucht bin ich auch schon. Und gereist bin ich schon. Ich möchte noch gern viel mehr reisen. Ich glaube, wenn, dann wäre es wirklich eine Weltreise. Aber eine Weltreise irgendwie auf ökonomischer Basis. Und das ist gar nicht so einfach. Du hast eben erzählt, ich lasse dich jetzt nicht so leicht davon kommen. Das möchte ich mal wissen. Du hast gesagt, dass das frühe Berühmtwerden, bekannt sein und in der Öffentlichkeit stehen schwierig war oder du dir geraten hättest, wenn du deinem jüngeren Ich was sagen könntest, dass du dir selbst geraten hättest, noch ein bisschen zu warten. Mhm. Ja, auf jeden Fall, weil nach außen hin ist das alles immer
Also ich meine, ich teile da mit dir ja wahrscheinlich. Du bist ja, wann bist du nochmal damals? Ich war 19. Okay, dann warst du schon ein paar Jahre weiter, aber auch noch sehr jung. Mhm. Aber bei mir war es nochmal so eine Kante, noch jünger so. Ich war noch nicht mal volljährig. Und jetzt so mit 30 betrachtet, denke ich so, da hätte ich noch lieber was warten sollen, weil das war schon tough. Ja, aber das war echt so nicht so cool und hat mich aber wiederum geprägt, würde ich sagen, für die Zeit jetzt. Ja. Weil ich hatte wirklich so von, ich fange an Musik zu machen, war ganz oben, habe irgendwie alle Preise abgeräumt, durfte oft auf Tournee gehen und vor ausverkauftem Haus spielen. Also wirklich sehr, sehr dankbar. Aber diese Schattenseiten waren dann halt eben irgendwie, dass man dann mit Menschen zu tun hat, die es halt nicht so ernst meinen, die sich selber übervorteilen. Und man irgendwann wach wird und dann sagt so, okay, ich habe jetzt 3 Nummer-1-Alben, aber habe irgendwie erst gefühlt 10.000 Euro auf dem Konto. Da passt irgendwas nicht. Und dann wach zu werden und zu sehen, boah, guck mal, die Bubble, in der du dich bewegst und dachtest irgendwie, alles ist heil, bröckelt gerade. Aber das ist witzig, dass du das sagst. Ja, hallo! Da Lady Frog. Weil die Frog, Sandy, okay. Weil die Frog und Spielregeln, Lafay. Weil die Frog, okay. Also. Als Fan kann man nie genug über sein Idol erfahren. Auch eure Fans haben noch offene Fragen. Einige davon befinden sich in den Umschlägen vor euch. Tragt euch die Fragen gegenseitig vor und beantwortet sie. Okay. Und es gibt kein Zeitlimit. Also, das ist ja, natürlich bis morgen toll. Dann, ne? 18 Uhr, alle so, boah, Mädels. Dann fange ich mal an, okay. Oder? Frage an Lafay. Wieso jetzt Schlager von Edis? Ja, ich finde immer diese Frage, die wird mir ja so oft gestellt, seitdem ich jetzt wieder Musik mache. Ich finde ja gar nicht, dass es irgendwie eine Richtung ist. Weil heutzutage habe ich immer so das Gefühl, jeder muss kategorisieren und irgendwie etwas in eine Schublade packen. Es muss Rock sein, es muss Pop sein und es muss oder es muss Schlager sein. Mhm. Ich finde, es ist einfach Musik, die ich mache. Mhm. Und ich würde sagen, es ist Popmusik, die du aber genauso gut im Schlager hören kannst, als auch im Pop. Also ich würde das gar nicht so kategorisieren, sondern ich mache einfach Musik für jedermann und der Bock drauf hat, hat Bock drauf. Ich finde das immer wieder so absurd. Ne? Wir haben uns ja auf diesem einen Event getroffen und ich weiß nicht, ob ich es dir schon gesagt habe, aber ich war ja früher totales Fangirl, kann man sagen. Ja? Ich habe früher wirklich, als ihr angefangen habt bei Popstars war das ja, und ihr die No Angels wart, ich war wirklich so, okay, Daylight, dieses tolle Musikvideo, wow. Und dann war ich natürlich total Feuer und Flamme und ich habe immer schon gern gesungen. Und da stand ich wirklich im Wohnzimmer meiner Eltern mit dem Satz, wir sind zwar nicht 5, aber wir tanzen wie die No Angels. Ich war alleine. Nee. Ich habe alle gemacht, aber welche ich am liebsten gesungen habe und welche ich natürlich wirklich so mit dem diebsten Herz war natürlich Sandy, also du. Und das ist so absurd. Ich saß hier so gerade und dachte so, ey, mit 7 standst du im Wohnzimmer deiner Eltern und hast irgendwie das total abgefeiert und standst da, I wanna be with you and me. Und war so voll Feuer und Flamme und dachte so, okay, ich will auch so schön sein und ich will auch Sängerin werden, so wie die Mädels. Und jetzt sitze ich hier. Ja. Ich habe noch eine Frage an dich, ja, bevor ich es vergesse. In meinem ganzen... In meiner Liebe. Ja. So. Hast du schon mal Vanessa in den USA getroffen? Nein, habe ich tatsächlich noch nicht. Mhm. Nee, sie lebt auch in L.A. Okay. Also sie ist nach mir irgendwann auch rübergezogen. Wäre cool, wenn wir uns mal über den Weg laufen. Aber ist bis jetzt noch nicht passiert. Ja. Nee, die sind ohne Knoblauch. Ja, siehst du? Die sehen nur so aus. Siehst du? Mhm. Hi, ja. Heide Witzka. Da kommt die Griechin in einem raus. Mhm. Morgens am besten schon 1 Liter Tzatziki essen. Ich liebe aber auch Knoblauch. Ich liebe es. Weißt du, meine Oma sagt, isst täglich Tzatziki, dann geht's dir wunderbar.
Ja. Ja. Das ist ein langes Leben. Das ist super fürs Herz. Ja. Knoblauch. Knoblauch hält den Doktor das fern. Ja, ist so. Ja. Mhm. Super für das Herz. Ja. Ah, mein Bild. Mhm. Ich wollte das Bild unbedingt mit hier hinbringen, weil ich immer wieder in so Momenten denke, Wahnsinn, dass wir auf diesem Planeten leben dürfen. Mhm. Und traurig, was wir alle dem Planeten antun. Mhm. So. Weil ich denke so viel über das Leben nach und bin, ich glaube, das bringt auch eventuell das Alter mit sich, aber ich bin sehr, sehr dankbar für das, was ist und weiß so ganz kleine Dinge sehr, sehr zu schätzen und versuche auch bewusst zu leben. Ja. Das war eigentlich so ein Bild für mich, was das beschreibt, was ich so denke, dass wir so ein unfassbares Geschenk hier haben, das sehen zu dürfen mit unseren eigenen Augen, das anfassen zu können, fühlen und riechen und einfach sein zu können. Ja. Wie schön, dass du das so wahrnehmen kannst auch, weil das genau das ist, was ich mir so wünschen würde. Ich bin ja auch ganz extrem, was Umwelt, und es wird, je älter ich werde, immer schlimmer, habe ich das Gefühl, auch wegen meinen Kindern, weil ich denke, was hinterlassen wir denen eigentlich, ja? Ey, weißt du, wie oft ich nachts da sitze, so in den Himmel schaue und denke, krass. Mhm. Einfach nur krass, so, du bist still und denkst, Wahnsinn, was? Wahnsinn. Ja. Ich bin nicht Mama. Wer ist das um denn? Gottes Willen. Tante. Tante. Ja. Ja, da bin ich zum ersten Mal Tante geworden. Und das war auch ein ganz, ganz toller Moment. Süß, wie ich aussehe. So ein kleines Girl, was total so. Ja, das war für mich ein ganz, ganz besonderer Moment, weil ich habe einen Bruder nur. Ja. Und er hat dann seine erste Tochter erwartet mit seiner Ehefrau. Und das war die kleine Valentina. Und die ist einfach könnte mein Kind sein, von der Art. Die ist unfassbar. Ein wundervolles Wesen. Das ist ein Ultraschallfoto von meinem älteren Sohn. Oh. Deshalb so wichtig, wenn du siehst, da steht 12 Wochen, 4 Tage. Und ich hatte vor meinem Sohn eine Fehlgeburt in der 12. Woche. Und dieses Bild ist für mich so Symbol, dass ich es diesmal geschafft habe und dass mein Kind es geschafft hat und dass es diesmal klappen wird. Ich war nach meiner Fehlgeburt wirklich nur noch so und wollte nur noch schwanger werden, schwanger werden, schwanger werden. Und es wollte erstmal nicht klappen. Und ich habe mich da total verkopft und war eine wirklich schwierige Zeit, weil ich auch unheimliche Angst hatte, dass ich keine Kinder mehr kriegen kann. Und getrauert habe um dieses Kind, was nicht als Kind wahrgenommen wurde, weil es war ja erst in der 12. Woche, aber es sah schon genau so aus. Und wenn du dir das vorstellst, dann den Herzschlag nicht mehr zu sehen. Und das ist immer noch so ein Tabuthema. Und es gibt wunderbare, tolle Menschen, die sich dem widmen, kleine Geburten, Fehlgeburten und dass Eltern auch wirklich trauern dürfen. Und das ist mein Kleiner, genau. Das war mein zweiter Sohn. Also mit meinen Kindern hat sich eigentlich am meisten in meinem Leben verändert. Und natürlich damals mit No Angels. Aber so die Sicht aufs Leben, die Sicht auf alles, die Perspektiven verändern sich. Und du findest mehr zu dir selbst. Also ich würde sagen, meinen Kindern habe ich mehr. Und meine Kinder sind meine größten Lehrer. Das tut aber gut, ne? Nach dem süßen Porridge. Mhm. Ja, hallo. Hallo. Wer ist das denn? Wie niedlich. Jenseits von Reden. Okay. Sandy und Regeln. Ja, wer bist du denn? Ein Handpüppchen. Okay. Okay, hi. Wie heißt du? Ah, okay. Ich darf ja nicht reden, oder wie? Ich nenne dich Josef. Jenseits von Reden. Josef, ja, passt. Jenseits von Reden. Hier sind die Spielregeln. Wenn unsere Brunch-Gäste sich pantomimisch austoben, nennt sich das Jenseits von Reden. Dabei stellt ihr eurem Gegenüber den Songtitel eines eigenen Songs oder eines berühmten Hits dar. Erkennt ihr die Singles auch ohne Musik? Sandy, du fängst an. Also ich fange an mit Pantomime. Mhm.
Okay. Okay, ich habe Angst. Lass mich noch mal kurz. Stärken? Stärken. Also wer auf so Ideen kommt, Giovanni bestimmt. Eigenhändig. Mhm. Mhm. Frau trinken. Drinking. Sirtaki. Nein, nein. Ein Song. Oh, Mann. Sektglas, ja. Ein Champagnerglas. Trinken. Trinken. Ja, aus dem Champagnerglas. Tipps? Was denn? Was willst du von mir? Ich verstehe dich nicht. Siehste? Willkommen im Club. Ah, doch, 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 doch. Aber dafür muss ich auch aufstehen. Mhm. hoffentlich ist das richtig. Ich, warte mal. Waterloo. Thank you for the music. No. Es ist ABBA. Crown? King? Queen? Queen? Queen Run? Was mache ich gerade? Was mache ich gerade? Dancing Queen! Yeah! Oh mein Gott! Also manchmal. Oh. Wie ich das erste Wort erklären soll, keine Ahnung. Bottle? Genie in a Bottle? Hey, das war doch einfach. Hey, für das erste habe ich 20 Stunden gefühlt gebraucht und das zweite so innerhalb von so. Ja. Ja. Ey, wir lernen dazu. Ja. Sister. Ja. So ist es. Sehr gut. Very good. So, du hast ja jetzt den Mund voll, deswegen ergreife ich jetzt meine Chance. Ich fand es mega schön. Gerne wieder. Sehr vielleicht gerne. Dann auch mal ohne Kameras. So schön, wie das auch war, jetzt mit Kameras für den lieben Giovanni und für die Community. Genau. Hallo. Aber das müssen wir definitiv noch mal machen, weil ich glaube... Sehr gerne. Wir viben auf jeden Fall und wir haben, glaube ich, ziemlich ähnliche oder gleiche Ansichten übers Leben und generell Energien, superschön Schwingungen. War's. Ich bin absolut dabei. Voll gut. Und sehr gerne dann auch mal ohne Kameras. Aber wir können es auch gerne hier nochmal wiederholen. Gerne auch hier nochmal. Ich habe fürs Frühstück gesorgt. Ja. Ja, stimmt. Dann muss ich nicht extra mir den Aufwand machen, weil ich kann nur das. Ja. Das ist ja nicht schlimm, die können ja alles. Ja, siehst du. Dann machen wir das doch nochmal hier. Ja, das machen wir sehr gerne. Machen wir wirklich, müssen wir wirklich machen. Ja, das war sehr schön und ist auch sehr schade, dass es schon vorbei ist. Ja.